Ja, und damit ganz herzlich willkommen bei den Sims 4 Reise nach Batuu. Auch wenn mir das Lied nichts sagt, wir hören hier gerade den Star Wars Sender in unserer schicken kleinen Unterkunft. Die spielen hier nämlich wirklich Star Wars Musik, finde ich ehrlich gesagt geil, dass sowas drin ist. Und ich versuche noch ein bisschen den Spaßlevel von ihr hochzubringen. Oh, guck mal. Warst du schon im Black Spire Außenposten auf Batuu? Nein. Ich habe gehört, das ist ein echtes Abenteuer. Du solltest es ausprobieren. Los geht's. Ich nehme später Urlaub. Ich würde ja loslegen, aber ich wollte sie erst zum Kleiderschrank schicken. Wenn du bereit bist, nach Batuu zu reisen, klicke auf dein Telefon, wähle im Menü Reisen und die Option Urlaub nehmen und dann Batuu. Wenn die Karte von Batuu angezeigt wird, wähle den Black Spire Außenposten. Okay. So, es reicht mit dem Spaß. Lautstärke, Mittel. Wir wollen ja nicht zu sehr zugedröhnt werden. Und dann gehen wir mal die Outfits planen. Wie gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal sie planen lassen. Und dann schauen wir mal. Mich interessiert nämlich, was es als neue Outfits gibt. Ob wir sie Star Wars typisch endlich mal einrichten und kleiden können. Wir können zwar einen Twi'lek erstellen, das weiß ich, aber der soll ja immer noch ziemlich beschränkt sein. Deswegen, wir gucken uns die Outfits erstmal an. Als alles Wichtige. So, also, was gibt es Neues? Wie war das mit den Sets? Filter. Ja, so, Packs. Wir haben hier, Reise nach Batuu. Wir nehmen... nein, so nicht. Reise nach Batuu. Was gibt es? Ich klone mal ganz kurz diese Kleidung. Was hatte sie denn jetzt? Ja, wir klonen mal die Kleidung, damit sie uns nicht verloren geht. Und dann gucken wir uns mal an, was es gibt. Okay, also, das ist schon mal ziemlich herkömmlich. Ja, auch nicht schlecht. Okay, das ist sogar noch hier spieltauglich. Ah, jetzt geht's in die interessanten Sachen. Bisschen Jedi-like. Oh, ist das schön. Also wer ja Star Wars-Spiele kennt und gespielt hat, der weiß, sowas ist hier ganz, ganz herrlich. Die Art mit den Polstern und so weiter. Auch sehr hübsch. Ja. Ja, perfekt. Okay. So. Na, dann gucken wir mal. Also ich würde ja vorschlagen, wir nehmen mal das. Wir gucken mal, was es als Beinkleidung gibt. Packs. Aha. Okay. Nein, so. Gut. Also ja, verstehe sogar hier die Art der Kleidung unten. Ich frage mich gerade, was hierzu passen soll. Auch sehr hübsch. Mit Kordel. Ach, ist das süß. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie wir sie kleiden. Das hängt auch stark von den Schuhen ab. Wahrscheinlich wird das hier in diese Richtung gehen. Ja. Star Wars ist ja meistens so ein bisschen in beige, ne? Also wir müssen das Oberteil nochmal einfärben. Das passt jetzt nicht so gut dazu. Ich rüste sie mal neu aus, ne? Also einmal bitte
Star Wars typisch, damit sie zumindest halbwegs vernünftig auf dem Planeten ankommt, wenn sie dort Urlaub macht. Ich weiß ja noch nicht, ob sie das wirklich tun wird oder wie lange sie dort bleiben wird. Okay, das ist sogar heller als gedacht gerade. Okay. Ah, nee, das gefällt mir nicht. Vielleicht. Also eigentlich gefällt mir immer noch diese hier am besten. Machen wir mal so. Wir gucken uns mal die Schuhe an. Bei den Schuhen. Reise nach Batu. Aha. Also Stiefel. Mhm. Schuhe und andere Schuhe. Na, wenn schon, denn schon. Ne? Also wir nehmen die Stiefel. Die gibt es nur in einer Farbe. Ach, interessant. Gut, das haben wir. Was gibt es in den Accessoires? Wir gucken auch danach, was da neu ist. Kann ja sein, dass sich da was Nettes versteckt hat. Leider gar nichts. Och, das ist aber schade. So, Kombinationen. Kombinationen sind auch sehr gut. Gucken wir uns da mal an. Vielleicht kriegen wir ja hier noch was Nettes. Ui. Oh. Ganzen Jedi können wir hier ausrüsten. Ah, das ist ja auch cool. Würde ich allerdings erst im zweiten Schritt machen. Rimsey, guten Morgen. Hallöchen. Bin gerade dabei, das Add-on zu starten und mir das hier so anzusehen, was es Schickes Neues gibt. Es gibt Sturmtruppen. Ang, erste Ordnung. Wir können sie nicht anwählen, aber es gibt sie. Oh. Genau, das DLC ist schon draußen. Ganz offiziell. Ich weiß, ich habe es gerade gekauft. Ich finde das so cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon da ist, aber es ist schon vorhanden. Und ich freue mich tierisch darüber. Wir könnten sie auch... Na, hallo. Steuerung bin ich. Ah, jetzt geht's mit dem Drehen. So, also es ist schon schick gemacht hier, so kleidungstechnisch. Und wenn mir die Farben von diesem Kleidungsstück nicht hundertprozentig gefallen, aber gut, es muss ja nicht alles so sein. Dachte, ich könnte Preload machen. Ja, Preload wird nicht wirklich funktionieren, weil es ist ja schon da. Also, das fand ich, aber ich fand es überraschend und ich finde es persönlich sehr, sehr gut, dass es schon da ist. Eigentlich könnten wir sie auch so dahin schicken. Ich glaube, ich nehme das so. So, aber dann passen die Schuhe nicht, oder doch? Achso, die sind vollkommen egal in dem Fall. Stranger Will war damals auch gegen Abend verfügbar. Ach. Okay. Ja gut, das war abends. Die kamen alle eigentlich erst gegen 18 Uhr raus. Dass das jetzt so früh da ist, wundert mich ehrlich gesagt. Aber ist ja egal. Ich finde es gut. Ich muss sagen, mir gefällt das, dass wir das jetzt schon spielen können. Denn, nehmen wir sie so. Auch wenn die Hose eine komische Farbe hat, grün. Okay, die bleibt grün. Ich glaube, ich nehme sie so. Gut, also sie hat eine Standardkleidung. Für Armenkleidung dürfte es ja theoretisch nichts Neues geben. Ich guck mal. Reise nach Batu, da hat sich nichts geändert. Wäre auch komisch gewesen. Naja, ja, sie wollen nur Geld, aber ehrlich gesagt, ich freue mich darüber, dass das Add-on da ist. Und ich bin schon gespannt, wie es Spaß machen wird oder ob es Spaß machen wird. Sagen wir es mal so. Gut, auch hier gibt es für die Add-ons nichts Neues. Ist logisch, weil Party machen wir auf Tatooine und Co. ja selten.
Ja. Gut, Badeanzug haben wir auch nicht. Interessant gebräunt, ja. So, bei warmem Wetter gibt es auch keine Kleidung, die wir machen können. Und kaltes Wetter ebenfalls nicht. Also, es gibt ein paar neue Kleidungsstücke, soweit wissen wir das schon. Und die sehen wir halt hier. Wir gucken mal ganz kurz, gibt es neue Möglichkeiten, den Twi'lek einzufärben? Nö. Also Twi'leks kriegen wir immer nur noch über Kopfbedeckung. Es gibt nachher noch Sturmtruppen. Kylo Ren! Na, das ist ja was. Zabrak, wir können Zabraks erstellen. Oh, ist das geil. Habe ich auch schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der gute Kollege heißt, aber es ist cool. Okay, das geht wirklich über Kopfbedeckung, haben sie es gemacht. Es gibt neue Twi'leks, wie wir sehen. Das hier ist sozusagen Twi'lek und das hier war die Jedi. Die war ja schon lange drin in der Art. Aber das hier sind die neuen Twi'leks, wie es aussieht. Und die können auch eingefärbt werden. Ah, ist das schön. Ist das herrlich. Gut. Das gefällt mir ja. Das haben sie gut gemacht. Gut, so umgeht man das Problem, dass man im Prinzip noch eine Rasse bauen müsste, obwohl wir Außerirdischen schon haben. Ach, die gibt's auch. Ist das cool. Also, ich bin begeistert. Gut, Kopfbedeckung, ich lasse sie mal weg. Wir nehmen sie so, wie sie jetzt gerade hier so rumsteht und sagen mal, ist okay. Und jetzt bin ich gespannt. Wir reisen mal nach Batuu. Wir nehmen Urlaub und fahren dann dorthin. Problem ist nur, es läuft über die Urlaubsschiene. Das bedeutet, wir müssen die Urlaubstage leider draufgehen lassen. Urlaub nehmen. Und zwar selbst. Kann ich jetzt endlich wieder? Ja, ich kann mehr auswählen. Weil beim letzten Mal ging es ja irgendwie nicht, dass ich mehr auswählen konnte. Aber wir fahren alleine in Urlaub. Es geht los. So will ich keine Meerjungfrauen sehen wollen mit zwei dicken, langen Dingern hinten auf dem Kopf. Ich mag Twi'leks eigentlich. In Star Wars The Old Republic habe ich sehr, sehr gerne Twi'leks gespielt. Aber hier bei den Sims lassen wir mal das so, ja. Besonders bei Meerjungfrauen passt es wahrscheinlich wirklich nicht. So, Urlaub. Es geht los. Die Reise beginnt. Okay, wir haben den Black Spire Außenposten. Das ist der zentrale Umschlagplatz von Batuu. Hier findest du den Unterschlupf, Ogas Kantina, Doc Ondas Antiquitariatenhöhle und zahlreiche Anbieter von Speisen und Getränken. Dann haben wir das Lager des Widerstands. Das Lager des Widerstands befindet sich tief in den Wäldern von Batuu. Es heißt, wie Moradi, die berühmte Spionin des Widerstands, würde sich dort aufhalten. Ich habe von der noch nie was gehört, aber sie ist sehr berühmt. Du musst dir allerdings das Vertrauen des Widerstands verdienen, bevor sie dich mit offenen Armen empfängt. So, und dann müssten wir hier unten noch den Bezirk der Ersten Ordnung haben. Das ist der Sektor auf Batuu, der von der Ersten Ordnung besetzt wird. Hier findest du Lieutenant Agnon und das Druidendepot, falls du dir einen eigenen Druidenkumpel anschaffen möchtest. So, wir können, soweit ich das gesehen habe, nach Hilfetext erstmal nur zum Black Spire Außenposten reisen. Also machen wir das. Willkommen auf Batuu. Auf Batuu verwendest du eine andere Währung, die galaktischen Credits und ein besonderes Inventar. Keine Sorge, deine Simoleons und Inventarinhalte sind zu Hause sicher. Sieh dir zu Beginn die Karriereleiste für deine erste Mission an, um den Einstieg zu finden. Willkommen in Star Wars. Huch, warum hat sie jetzt einen Rock an?
Sie hat andere Kleidung an. Willkommen auf Batuu. In der Karriereleiste findest du... Ja, die Wassereinsparung wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte wissen, was da stand. Findest du hilfreiche Tipps zur Erkundung der Gegend? Ach du meine Güte, was haben wir denn hier? Widerstand, und zwar Ruf, beim Widerstand Ersten Ordnung und bei den Schurken. Ich verrate euch was, Han Solo schoss zuerst. Ist ein kleiner Geheimtipp von mir. Weiß man nicht, aber war so. Belohnung beim nächsten Rang. Okay, verstehe. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 und je nachdem, wenn man bei einem steigt, wird man beim anderen sinken. Okay, galaktische Credits, erste Ordnung, Outfit. Sturmtruppen lassen grüßen. Interaktion, Ausweis überprüfen. Ui. Und hier Anorak des Widerstands. Mhm. Und ausgeklügelten Plan aushecken als Interaktion. Wie spannend. Und da haben wir galaktische Credits und Interaktion Schwindeln. Auch nicht schlecht. Okay, ein Datenstift kann man da kaufen. Ein Fernglas und hier nur ein Datenstift. Gut, aber Karriereleiter? Ah, hier, guckt mal. Ich bin im Urlaub 7 Tage. Ich bin gespannt, ob die Tage runterzählen. Willkommen auf Batuu. Ich habe 200 galaktische Credits. Batuu Outfit im Unterschlupf. Was? Im Unterschlupf planen? Ich soll wirklich das Outfit hier planen. Also hätte ich das momentan noch gar nicht machen müssen. Im Unterschlupf auffrischen und Essen bei Dock 7 bestellen. Okay, also erstmal gucken wir uns an. Das ist die schicke Karte. Wir haben hier die Kantina. Hier. Das Antiquitätengebäude. Da hinten brauchen wir nicht reden, das ist eine Schrottmühle. Wieso die hier parkt? Kommt, lass gut. Hier blinkt es wie wild. Modifizierte Utilipede-Transportschiff scannen. Ach so, hier kann ich was scannen, ja. Oh. So, Lichtschwert-Herausforderung herausfordern. Das ist super übersetzt. In Savis Workshop einkaufen. Okay. Hier unten haben wir was. Auffrischen, schlafen, planen. Also hier unten sollen wir hin. Deswegen blinkt es auch gerade. Und da oben ist Essen bestellen. Na, dann machen wir das doch mal. Wir sollen Outfit planen. Und in der Stadt, in einer weit, weit entfernten Galaxie, findet ein Flohmarkt statt. Super, aber wir haben hier etwas zu tun. Ich bin überrascht. Guten Tag. Ach, ja. Oh. Ach. Das ist ja spannend. Kenneth Oilobo. Aha. Ach, guck ihn mal, einer Batuu hat seine eigene Kleidung. Komplett eigen. Okay, da haben wir wieder was gelernt. Die Kleidung also in der Sim-Welt ist eine andere als hier. Kurzum, ich kann, wenn ich wieder zurück bin, aus dem Urlaub, aus dieser Gegend, die Standardkleidung wieder vorpacken. Okay, gut zu wissen. Und wir haben noch nicht wirklich die Möglichkeit, viel auszuwählen. Aha. Gut, das kennen wir schon. Okay. Das sind wirklich andere Kleidungsstücke, ne? Wir kriegen auch wirklich nur... Gucken wir ganz kurz. Nur die Batuu-Teile. Auch interessant. Die männlichen Charaktere haben andere Kleidungsstücke. Aha. Ach, ich finde das cool. Gut, also, wir wollen planen. Wir planen. Ein Tarnumhang. Ist das geil? Ist das schön? So, das ist so ein bisschen Jedi angehaucht. Vielleicht noch ein bisschen too much. Wir hatten sie ja im Prinzip so erstellt.
Ich nehme das mal wieder, ne? Warum ist es jetzt eigentlich? Wir hatten ja vorhin, doch, weiblich hatten wir hier auch. Ich nehme das mal. Ich nehme mal so die Kleidung und freue mich darüber. Vorgefertigte Looks? Ach. Ah. Oh, schick. Ah, ist also wirklich schön. Was blinkt denn hier? Achso, ich bin gerade bei den vorgefertigten Looks, deswegen blinkt das. Tattoos. Guckt mal, es gibt Tattoos. Ach. Die gehören jetzt aber nicht unbedingt zu... Ne, die sind Standard-Tattoos. Die sind nicht Star Wars-like. Aber interessant, wir können im Prinzip momentan nur Tattoos bauen. Wir können hier keine Mütze oder sowas. Doch, Mütze muss ja gehen. Moment, lass mal kurz gucken. Ja, geht. Gut, hallo? So, Tattoo kommt wieder weg, weil bin ich nicht so der Fan von. Wir machen das einfach erstmal nur so, ja? Irgendwie können wir sie mal wieder zurück auf Anfang hier. Mach's mal anders. Ich breche mal nochmal ab. Irgendwie habe ich jetzt so viel mich verklickt. Wir machen das nochmal und packen sie in die richtige Kleidung und dann ist gut. Ne? Geht ja relativ fix, denke ich. Hoffe ich. Warum lädt er denn so lange? Na komm. Outfit planen. So, wie gesagt, wir bauen jetzt das richtige Outfit und dann schauen wir, wie es weitergeht. So. Jetzt wirft er mir hier andere raus, oder? Ja, sind andere. Achso, ich muss hochscrollen. Entschuldigung, sind die gleichen. Ich bin ein wenig dumm in dem Fall. Alles gut soweit. So, wir sind fertig. Wir haben das Batuu-Outfit eingestellt. Und jetzt wird's spannend. Sobald er geladen hatte. Interessant ist, dass der Ladebalken Bildschirm relativ lange braucht im Vergleich zu allen anderen bisher. Aber gut, wir haben das Outfit eingestellt. Wir sind da. Wir sollen uns auffrischen. Machen wir. Was passiert denn dann? Ach, wir gehen duschen. Okay, hier ist also die Dusche. Auffrischen bedeutet duschen. Wir sehen es nicht. Ist gut. Aber für sie ist das natürlich sehr nützlich, dass wir irgendwo eine Dusche haben. Gut, und dann sollen wir Essen bei Docking Bay 7 bestellen. Die hatte ich doch gesehen, die ist doch ganz woanders. Essen bei Roton? Nö. Schlafen ändern. Docking Bay 7. Wir schauen uns mal um. Das ist Essen bei irgendwas. Essen bei Docking Bay 7 bestellen. So. Willkommen in einer fernen, fernen Galaxie sozusagen. Wir steigen langsam ins Spiel ein, ne? Also immer schön ruhig, immer schön langsam. Und nicht hetzen. Ich habe mir vorgenommen, nicht wirklich zu hetzen und das Ganze hier wunderbar zu genießen. Und oh, guck mal. Ach, ist das cool. Gut, ist die erste Ordnung, aber was soll's. Außenposten Popcorn Mix kostet nix. Okay. Das ist Strono Cookie Tax. Strono Cookie Tax, der Meister der galaktischen Küche, führt einen Essensfrachter, der in der gesamten Galaxie bekannt ist. Er arbeitet derzeit hart und serviert seine einzigartigen Speisen im Docking B7 im Black Spire Außenposten. Ich habe 50 Mittel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier mitnehmen soll. Ja, nehmen wir. Ich denke mal, wir brauchen mehr Essen als nur einmal. Ich
bin mir nicht ganz sicher. Okay, man kriegt aber nichts ins Inventar. Gut, dann nicht. Okay, nach dem Widerstand fragen, nach der ersten Ordnung fragen, nach Schurken fragen. Wir haben also ganz viel zu tun. Ups. Wir können mal... Bleiben Sie doch mal stehen, laufen Sie doch nicht weg. Wir sagen erstmal freundlich Hallo. Wer sind Sie denn? Das ist Isonde Pett. Eine nette, gut aussehende Zabrak-Frau. The Samba. Guten Tag. Ups. Chibi. Chibina. Die Sims, ein familienfreundliches Spiel. Wir unterstützen keine Waffen. Entschuldigt. Aber es fällt halt auf. Die haben hier wirklich Waffen. Star Wars typisch. Ich sag es, es gehört dazu. Das ist das Schöne dran. Man erwartet es, man bekommt es. So, wir sollen natürlich mal nach der ersten Ordnung fragen. Schon mal was davon gehört? Die große Frage. Wenn du nach der ersten Ordnung suchst, versuche es mal in der Frachthalle der ersten Ordnung. Aha. Was ist mit dem Widerstand? Gehörst du der ersten Ordnung an? Warum bist du interessiert am Widerstand? Wenn sie sich im Belexbayer Außenposten verkrochen hätten, wüsste ich davon. Sie müssen sich irgendwo außerhalb der Stadt verstecken. Aha, super. Na, Schurke. Bist du ein Schurke? Na, und? Ja. Wenn du Credits verdienen möchtest, sprich mit Hondo in Ogas Kantina. Er kennt ein paar Möglichkeiten für rechtschaffene Geschäfte, die dich interessieren könnten. Okay. Gut, ich danke dir für die Infos. Ich gehe mal kurz weiter zum nächsten. Guten Tag, der Herr. Sie sehen aus wie ein guter Pilot. Was sagen Sie denn zum Widerstand? Gut, wir müssen halt am Anfang so ein bisschen Gespräche führen und so weiter und so fort. Da läuft ein Tweedeck gleich durchs Bild. Sehr hübsch. Es gibt nicht viele Orte im Blackspire Außenposten, an denen sich der Widerstand verstecken kann. Wenn Sie auf Batu sind, haben Sie sich sicher im Wald versteckt. Und die Schurken? Du musst mit Hondo Onaka sprechen. Möglicherweise findest du ihn in Ogas Kantina im Blackspire Außenposten. Ah ja, und die erste Ordnung. Die liebe kleine erste Ordnung. Okay, du solltest dich an Lieutenant Agnon wenden, wenn du dich über die erste Ordnung informieren möchtest. Du findest ihn bei der Frachthalle der ersten Ordnung. Sehr hübsch. Wo geht sie denn hin? Sie will tanzen? Nein. Tanzen? Erstmal, der läuft mir gerade so schön über den Weg. Der wird mal aufgehalten und angesprochen. Schmeseltambra. Guten Tag. So. Jo. So, du siehst mir wie ein Schurke aus. Also, nur so ein bisschen. Aha. Komm in die Fähigkeit erlernt. Geil. Gut. Wenn du Credits verdienen möchtest, sprich mit Hondo. Das wissen wir schon. Nach erster Ordnung. Und natürlich danach noch nach dem Widerstand. Aha. Ja, also wir kommen langsam ins Spiel rein. Arvini. Bon and Gravy? Yibs. Murf. Spama. Okay. Mission abgeschlossen.
herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner ersten Mission. Da du dich nun auskennst, solltest du die anderen Nachbarschaften erkunden, indem du an deinem Telefon Reisen klickst. Neue Missionen erhältst du von Sims mit einem Fraktionssymbol über den Kopf. Verbessert weiter deinen Ruf bei den drei Fraktionen, um neue Möglichkeiten auf Batuu freizuschalten. Das tun wir. Das tun wir. Lief hier nicht. Entschuldigt, ich muss mal mir einen Millennium Falcon angucken. Es geht nicht anders. Er steht hier gerade so schön rum. Da müssen wir mal ganz kurz vorbeigehen. Ich kann nicht anders. Okay. Das Starterpad ist universell einsetzbar in der Sims-Welt wie auch hier. Das ist ja so cool. Huch. Batuu, Protokollierung Millennium Falcon. Der Millennium Falke ist ein modifizierter koreanischer leichter Frachter, ist eine Legende unter den Schmugglern und wird auch als schnellstes Schrotthaufen der Galaxie bezeichnet. Trotz seiner bescheidenen Herkunft hat das Schiff den Korsalflug in unter 12 Parsecs absolviert und eine wichtige Rolle bei den größten Siegen der Rebellenallianz und der Neuen Republik gespielt. Zu seinen ehemaligen Besitzern gehören Lando Calrissian, Han Solo und eine Handvoll anderer Schurken. Da Chewbacca mit dem ehemaligen Piraten Hondo Onaka die Vereinbarung getroffen hat, Hondo das Schiff zu leihen, wenn dieser dem Widerstand hilft, befindet sich der Falke derzeit auf Batuu. Hondo Onaka, wenn ihr das wisst, könnt ihr es gerne in den Chat schreiben, aber war Hondo nicht in der Clone Wars Serie drin oder in Rebels? Eins von beiden war er drin. Ich glaube, ich habe sogar optisch eine Erinnerung, wie der aussah. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Ich gehe mal kurz und quatsch mal mit einem Sturmtruppler. Ich habe keine Ahnung, was der da macht. Er kontrolliert gerade, oder wie? Dieser Sturmtruppler ist nicht der dünnste. Das kam natürlich jetzt auch etwas überraschend, aber... wir fragen mal nach der ersten Ordnung. Was haben Sie denn für eine Meinung dazu? Mr. Soldat, der... Okay, die wollen nicht, dass wir mit Ihnen reden. Ich merke schon. Alles gut, soweit. Okay, wir sollen ja mit den Fraktionen reden. Ich würde daher die Kantine mal betreten und mir angucken, wie denn das so hier abläuft. Ich bin gespannt. Ach, man geht richtig hinein. So, der Barmann. Batuu. Nach Schurkenfragen. Can Kubu Koiba? Moin. Oh, yes. Harvini. Hondo würde gerne mit dir sprechen. Du findest ihn in Ogas Kantina. Wenn du dich bereits mit dem Widerstand oder der Ersten Ordnung verbündet hast, ist das kein Problem. Du kannst trotzdem für ihn arbeiten. Wenn es Credits zu verdienen gibt, behandelt er alle gleich. Ja, da ist er. Genau den hatte ich doch in Erinnerung. Hondo. Guten Tag, mein lieber Freund. Es geht erstmal um ein paar Credits. Okay, nach Schurkenfragen. Oh! Ein DJ-Droide. Ich finde das geil. Schurken! Wir sind Piraten und wissen nicht mal. Was?
Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist ja das Richtige für dich. Was für ein Job? Ich habe keinen neuen Job. Ich bin Pirat. So, wir sind Piraten und wissen nicht mal, was das heißt. Bitte, warum lehnst du dich aus? Bitte darum, Missionen zu sehen und ich werde dir meine rechtschaffenen Möglichkeiten anzeigen. Oder zeigen. Na dann, was gibt's denn hier als Mission? So, wir hören mal auf zu tanzen. Bisschen professionell hier, am Arbeitsplatz. Also, hallo Hondo. Was sehe ich da? Ein frisches, neues Gesicht. Hast du Lust, mit mir Sabak zu spielen? Das ist die einzige Möglichkeit, jemanden richtig kennenzulernen. Was hast du zu verlieren? Du könntest einen neuen Freund finden. Außerdem könntest du eine Weile mein gutes Aussehen genießen. Wir spielen eine Runde Zabak. Ich finde das gut. Ich finde das geil. So, hi. Einmal bitte Zabak. Ah, Mirulana oder wie die hießen. Mit Hondo plaudern. Wie spiele ich denn mit ihm eine Runde? Ah, zum Zabak herausfordern. So, wer es nicht weiß, Zabak ist 17 und 4 in der Art. Ja, also... das ist im Prinzip, man muss auf 21 kommen und darf nicht drüber liegen als Kartenstapel. Es gibt aber auch Plus- und Minuskarten. Also man zieht nicht nur Karten, dass man eben einen höheren Wert kriegt, sondern man kann auch den Wert dann mit einer Minuskarte wieder nach unten korrigieren. Das geht auch. So, sie hat ihn nicht herausgefordert, oder? Nochmal. Doch, hat sie. Dann geht's los. Zumindest war das bei Knights of the Old Republic so. Bin gespannt. Das Minispiel werden sie nicht drin haben, denke ich. Guten Tag. Und natürlich wird Hondo nicht betrügen. Das macht der nie. So, wir spielen. Wir verlieren Geld. Na gut. Alles gut. Gut, gut, gut. Ich muss ihn auch noch besiegen, steht da. Tja, ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Wir sind auf jeden Fall schon mal gelangweilt von der ganzen Aktion. Kann ich auch verstehen. Sambak ist auch nicht meins. Siehst du, der geht schon. Kann ich ihn jetzt überhaupt noch besiegen? Ist er schon raus? Oder hat er jemals mitgespielt? Beim Sabak betrügen. Immer. Interessant. Ich spiel's mal zu Ende. Bin gespannt. Ich freue mich wirklich. Als nächstes besuchen wir den Widerstand. Ich würde sie gerne in Richtung Jedi entwickeln. Und das kriegen wir halt nur hin, wenn wir zum Widerstand gehen. Ah, wir haben gewonnen, oder? Sehr schön. So, Problem ist nur, das ist nicht gegen Hondo gegangen. Wo ist denn der Hondo hin? Wir machen das nochmal mit ihm. Irgendwie hat er das nicht funktioniert. Nochmal versuchen wir. Komm. Ich will gegen dich Zabak spielen und wir wollen auch noch gewinnen. Natürlich mit ganz fairen Mitteln. Wir spielen selbstsicher. Okay. Kann ich betrügen? Komm, wir betrügen.
sind eine ehrliche Schmugglerin. Rush. Und wir brauchen ja Credits. Credits sind ganz, ganz wichtig hier. So. Es kommt wirklich Star Wars Flair auf. Ich hätte es nie geglaubt, aber das ist wirklich hier Star Wars Flair. Das gefällt mir. Ich frage mich allerdings, warum das so spät im Spiel kommt. Warum haben sie denn das jetzt nicht zu Star Wars Episode 7, 8 oder 9 gebracht? Das Spiel ist ja schon etwas älter. Da hätten sie doch ohne Probleme die Sache vorher schon rausgeben können. Also wundern tut's mich. Ach, wir kriegen ein Protokoll. Oh, es kostet aber nur eins. Das lassen wir. So, es dauert ein bisschen, bis wir durch sind mit dem Zabak. Aber dann geht's weiter, hoffe ich. Fresh. Orchi, mag ich der Ruhe. Den. Kantine ist übrigens sehr gut getroffen. Hier mit dem... mit der Bar, die Leute, die Optik. Oh, Mission abgeschlossen. Gutes Spiel. Ich habe dich aber auch nicht zu hart drangenommen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, um ein paar Credits zu verdienen. Natürlich bekommst du deinen Anteil. Sprich mit Hondo. Um die nächste Mission zu erhalten, was löst das aus? Lass mal kurz gucken. Kriege ich hier übrigens was zu essen? Ja. Wir nehmen mal eine mustafarianische Lavarolle. Mustafa kennen wir auch alle, denke ich. Aus Star Wars Episode 3. Und wir sehen, der Balken geht nach oben. Aber wie gesagt, ich würde wetten ganz gerne in Richtung Widerstand gehen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie wir das machen. Aber wir brechen mal das Spiel ab. Ich danke dir für das wunderbare Kartenspiel, mein Freund. Und wir gehen mal kurz was zu essen bestellen. Da sitzt Ison Zerga. Ah. Ach, ich bin ja hin wie weg, dass sie wirklich die Star Wars Rassen hier drin haben. Ist das schön. Also, wer mit Star Wars eben sich auskennt, der hat die alle schon mal gesehen. Gut, also wir setzen uns schon mal woanders hin. Nur wir sind ein bisschen verrückt, weil wir Delfine mögen. Aber gut, was soll's. Gut, mit Ballfuhr plaudern. Machen wir dann noch. Erstmal geht's ja nur ums Essen. Wie machen die das hier eigentlich mit Toiletten? Okay, sie kann jetzt die mustafarische Lavarolle ebenfalls zubereiten. Hier gibt es keine einzige Toilettenstelle. Es läuft dann unter Frischmachen wahrscheinlich. Deswegen haben die das hier in dem Haus auffrischen. Genau, das wird darunter laufen, dass sozusagen alle Bedürfnisse, die gerade niedrig sind, eben verbessert werden. Ich muss mal gucken, was passiert. Sie ist ja momentan im Urlaub, offiziell. Ich weiß nicht, ob die Urlaubstage runtertakten. Sie hat momentan 7 Urlaubstage zur Verfügung. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie nicht runtertakten, dass man sozusagen hier, ja, ausgegliedert spielen kann. Und wir gehen schlafen. Genau, wir gehen jetzt in unser Hotel, in unsere Absteige sozusagen einmal schlafen. Bin gespannt, gleich ist der nächste Tag. Und wir sehen dann ja an der Anzeige da unten, ob wir gleich nur noch 6 Tage Urlaub haben oder nicht. Nein, 7 bleibt. Es ist... Gott sei Dank, man kann das Spiel ohne Probleme spielen. Man muss sich nicht wirklich Sorgen darum machen, wie das Ganze läuft. Man kann einfach hier spielen. Finde ich gut. Wie allerdings das mit der Toilette ist, das wundert mich. Wo kann sie denn aufs Klo? Ach doch, unter Auffrischen läuft's. Ich wollte gerade sagen, aber sie macht erst ein... Also sie frischt sozusagen alles auf, was da ist. Das finde ich gut.
So, trotzdem. Ich soll zum Widerstand. Ich habe gehört, die sind nicht in der Stadt, die sind woanders. Also würde ich vorschlagen. Jetzt entspannt sie auch noch ein wenig. Ich weiß nicht warum. Was macht sie gerade? Ach so. Gut, sie kommt wieder raus. Jetzt reisen wir mal und sehen, ob wir den Widerstand finden.